Damit ein ganz, ganz herzliches Moin und willkommen zurück zu einem erneuten GTA 5 Online Video, hier heute auf meinem YouTube-Kanal. Einem Video, in dem es um die heute Donnerstag, dem 21.10.2021 erschienene Eventwoche gehen soll, explizit aber da um das Halloween-Event. Und da nochmal explizit um einen Jumpscare, der sich, ja, Christine eigentlich nennt. Denn, ja, es gibt ein neues brennendes Fahrzeug seit heute, welches irgendwo random auf der Map in der Nacht spawnt. Ich werde dazu gleich einiges sagen. Erstmal ganz kurz was, von welchem Ereignis damals dieses ganze Event heute abgelehnt ist oder angelehnt ist. Und zwar gibt es oder gab es damals 1983 einen Film, der hieß Christine. Und Rockstar Games, wahrscheinlich, das denken halt sehr viele, weil es halt genauso aussieht, hat sich da gedacht, komm, ihr bringt das mal in GTA in unser Halloween-Event mit rein. Und voilà, jetzt gibt's dieses. Und da werde ich euch jetzt ein klein wenig drüber informieren. Ich, habe vor uns auch schon gelivestreamt zur neuen Eventwoche. Da haben wir auch alles andere schon besprochen. Da wird es vielleicht auch nochmal ein Video geben. Jetzt hier werde ich erstmal nur über das Thema Halloween-Auto reden, denn da gibt es wirklich auch viel Gesprächsbedarf. Und Leute, falls ihr neu auf diesem YouTube-Kanal da sein solltet, würde es mich natürlich sehr freuen, falls ihr hier mit einem Abo am Schlüssel sein könntet. Auch gerne mit dem Glöckchen, um in Zukunft hier nichts mehr zu verpassen. Und auch gerne einen positiven Däumchen, wenn euch dieses Video gefallen oder vielleicht auch ein wenig weitergeholfen haben könnte. Genau, dieses Fahrzeug. Vor uns im Stream hatten wir dieses schon gefunden. Wir werden jetzt im Video live auch mal versuchen. Ich weiß nicht, ob es jetzt bei mir spawnt. Wenn nicht, ist es auch nicht so schlimm. Mal das Fahrzeug jetzt zu finden, das wäre jetzt ganz gut. Und wer sich, by the way, fragt, weswegen ich die ganze Zeit schon, wieso ein Kollege mein Handy offen habe, wird es jetzt gleich wissen. Und zwar geht es hier nämlich auch wieder um die Zeit. Ähnlich wie beim UFO-Event, welches es diese Woche eigentlich auch noch geben soll, genauso wie einige andere Jumpscares, außer halt dem Auto, das sollen auch, glaube ich, solche NPCs sein, die ihn ansprechen, aber ist auch gar nicht das Thema heute jetzt, ja? Das soll quasi, so wie bei dem UFO-Event, in einer gewissen Zeit spawnen, das Auto. Generell logischerweise erstmal nachts, und es wurde von vielen gesagt, zwischen 21 und 3 Uhr, oder zwischen 22 und 3 Uhr besser gesagt, wie beim UFO damals. Dann einige haben gesagt, zwischen 22 und 4 Uhr oder 23 und 4 Uhr. Da gibt es so viele verschiedene, ne, Sachen. Wir werden uns jetzt einfach mal in der Wüste aufhalten, denn ich habe euch am Anfang des Videos, egal ob wir jetzt hier eins finden oder nicht, das blende ich euch einfach mit ein, vom Stream den kurzen Ausschnitt mal mit eingeblendet, weil da haben wir das vorhin schon gesehen, das Auto. Jetzt hat es geblitzt, Achtung. Leute, jetzt blitzt 23 Uhr. Geh mal kurz raus. Vielleicht muss man draußen sein. Ich weiß es halt auch nicht genau. Wir kennen uns halt auch noch nicht hundertprozentig aus. Bei dem ganzen Thema. Weil wir es halt im Stream noch einmal gesehen haben bis jetzt. Gott sei Dank. Und wie gesagt, nochmal ein dickes Küsschen auch für den Support da. Da sind so viele Abos halt auch dazugekommen. Likes, das ist wirklich unglaublich krass. Gut, der Cargo-Bob hat damit jetzt nichts zu tun. Also, wie gesagt, ne? Wir hatten das vor uns hier gesehen, deswegen bin ich auch nochmal. Jetzt hat er mir aber auch ein Zuschauer geschrieben, dass er das beim Casino, beim Mirror Park gesehen hat. Der Mirror Park, kurze Sache, befindet sich, by the way, genau hier, ja? Dass er da auf dieser kleinen Insel war und dann ist das Auto irgendwie und I don't know. Also generell ist erstmal zu sagen, das spawnt einfach und ploppt dann einfach wieder weg. Ich bin in diesem kleinen Clip, den ich euch eingeblendet habe, gestorben. Das Ding ist aber, ein Freund von mir, oder jemand, der gerade drin war, der war in der Nähe von diesem Fahrzeug und trotz, dass der dort war, ist es weggespawnt. Also das kommt und geht. Es brennt, es killt dich, es ist wirklich darauf geeicht, dich zu killen, so schnell es geht. Das werdet ihr auch, glaube ich, schon ein bisschen gesehen haben. Und, irgendwie, weiß nicht. Also wir haben das vor uns gesehen. Es tut mir auch leid, dass ich da so ein bisschen lost vielleicht auch in dem Video war. Ich habe eh keinen Ton reingemacht, aber, ne, so. Ich wollte eigentlich noch testen, ob man mal einsteigen kann. Ich glaube, das geht nicht, das, ne. Oder ob da auch jemand drin sitzt, aber man, das war so schnell, das ist so random gekommen. Ich wusste halt nicht, dass es das seit heute gibt. Und wir haben es halt bis jetzt auch noch einmal gesehen. Deswegen weiß ich ja, dass es es gibt. Sieht geil aus hier wirklich. Dass ich da irgendwie nicht viel testen konnte. Aber man hat, denke ich, schon einige geile Einblicke bekommen. Es brennt. The car is on fire. Ihr wisst Bescheid. Und Leute, falls es dazu noch irgendwelche Fragen geben sollte, falls ihr eventuell noch irgendetwas dazu wisst oder irgendwie Verbesserungsvorschläge zu Videos und Livestreams, ihr dürft wie schon gewohnt auch gerne die Kommentare jetzt dazu nutzen. Wenn wir live sind, das werden wir wahrscheinlich heute mit GTA, genauso wie mit Fortnite und anderen Games nochmal. Ja, also andere Games ein andermal, aber heute die beiden. Jetzt, heute hier. Donnerstag, ihr wisst Bescheid. Und der macht Money Flow, der Kollege hier, auch an die lieben Leute hier nochmal liebe Grüße. Wir sind jetzt noch in der gleichen Lobby vom Stream. Liebe, 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 geht raus an euch. Dickes Shoutout und auch danke, wie gesagt, heute für den krassen Tag. Es war geil. Ja. Wie schon gesagt, ihr dürft gerne Abo, Like, Glöckchen da lassen, falls ihr Bock habt. Also dürft ihr nicht nur hier, das dürft ihr auf unserem GTA-Kanal, der heißt Flori FVM, auch gerne auf unseren Zweitkanälen, dem Schaf-Kanal, Real-Life-Kanal. Ja, oben bei Basti, mein Bruder. Und generell natürlich allen Kanälen, die auf meinem YouTube-Kanal
Kanal, sorry, auf der Spalte Kanäle unter Ehre Männer aufgelistet sind. Ja, ihr dürft auch gerne mich auf Insta bei Fragen anschreiben, wenn es irgendwas gibt, wie gewohnt. Könnt ihr auch gerne abchecken. Was haben wir noch? Discord, wir haben Twitter, könnt ihr auch abchecken. Wir haben Twitch, ihr findet auf meinem Kanalbanner auch einiges. Neues Profilbild haben wir beide bei auch nochmal, dickes Shoutout an Adri. Und ihr wisst Bescheid, falls es irgendwie noch Infos gibt, werde ich euch nochmal auf dem Laufenden halten. Zu dem Auto, wie gesagt, rotes Licht, ja. Es wurde auch von einigen gesagt, dass das Auto zwar sehr an diesen Film angelehnt ist, aber halt nicht 100% die Farbe so ist wie damals. Aber ja, ich denke, dass Rockstar Games auch irgendwie den Farbpool einfach von den GTA-Farben, die halt bestehen genommen hat und dadurch, ne? Aber wie dem auch sei, liebe Leute, machen wir nochmal Country rein. Passt gut zur Wüste. ja. Ne, gut, da kriege ich vielleicht Copyright Strikes auch nicht so gut. Ja, ist ein geiles Event. Ich freue mich einfach, dass es heute schon da ist. Einige hatten ja gesagt, nächste Woche, weil ja Halloween die Eventwoche der nächste Woche quasi wäre. Aber der will mich anhängen. Cooldown, hängen Sie mich an. Ich wollte eigentlich nochmal in die Bar gehen. Kurzer Fun Fact: Bei diesen Satellitenschüsseln sollen heute eigentlich auch diese UFOs spawnen. Ich habe heute auch ein bisschen bei Test 2 schon geguckt. Dickes Küsschen auch an ihn. Ist zwar, denke ich, im englischen Bereich eher aktiv, aber wir geben trotzdem mal einen Shoutout. Einfach so aus Respekt. Und wie gesagt, euch danke schon mal ganz herzlich fürs Zuschauen. Hoffe, dass ich euch ein bisschen weiterhelfen konnte. Kann man das anhängen? Das würde eigentlich gehen. FVM 2004. Ich fühle das nochmal ein Schild. Ja, wunderbar. Dankeschön. Wenn der wüsste, dass ich gerade ein Video aufnehme, dann geil, Junge, einfach traumhaft. Also man kann wirklich sagen, die Lichter quasi so, ne? Also man kann das Auto wahrscheinlich auch nachtun. Das ist irgend so ein Declass, glaube ich, so ein. Wie heißt der? Gibt's glaube ich auch bei Bennys, soweit ich weiß. Gehen wir mal kurz drauf. Reisen, Transporte, Bennys originale Motorwuchs. Ja, der Tornado. Kann es sein, dass der das ist? Mit roten Lichtern, Flammen? Weiß nicht, oben, unten, also der, weiß nicht, ob der ihn killt durch die Flammen irgendwie schon oder halt, ob den auf diesen Aufprallschaden, das ist halt die Frage. Aber ich glaube, der ist es ja, kann das sein? Und ja, mit irgendeinem Geist drin halt, also Halloween einfach. Leute, es ist geil. Ich danke euch ganz herzlich und wünsche euch bis zum nächsten Livestream oder Video, wann auch immer das sein wird, vielleicht auch für Free Life technisch. Gerne Glöckchen an der Seite benachrichtigt. Einen wunderschönen Abend oder Tag, je nachdem, wann ihr dieses Video genießt. Und ja, wir haben es jetzt, wie spät? Ich muss noch mal kurz rausspringen. Weil wir wollen ja versuchen, das nochmal hier zu sehen. Vielleicht kommt es ja jetzt ja nochmal am Ende des Videos. Wie gesagt, wünsche ich alles Gute, bleibt gesund, macht was draus, haltet Ohren steif. Liebste, liebste Grüße, aber ich glaube, das kommt nicht nochmal. Dann müsst ihr euch, so doof wie das jetzt klingt, das klingt frech, wenn ich das sage, mit diesem kleinen Clip aus dem Stream von uns nochmal zufrieden geben. Adri ruft auch gerade an. Gucken, der wollte es vorhin machen. Adri, du bist gerade live in der Videoaufnahme. Das heißt, das, was du jetzt sagst, wird man dann im Video hören. Was hast du zu sagen? Ja, du hast mich angerufen, was ist? Ja, du bist gerade live in der Videoaufnahme. Das, was du jetzt sagst, wird an dem Video mit drin sein. Hallo. Geil, hallo, Digga. Oh, Frau traumhaft. Adri, das ist der Leute, der die Thumbnails macht. Ein richtig professioneller Typ. Ich habe euch den Link auch mal in die Videobeschreibung geklatscht. So, jetzt in diesem Sinne soll es erstmal gewesen sein. Wir haben es jetzt 1 Uhr. Ich glaube nicht, dass es noch kommt, oder? Ich weiß nicht, vor uns im Stream kommt es, glaube ich, 4 Uhr. Also mit dieser Zeit, Leute, das kann ich euch ganz schwierig sagen. Versucht einfach mal so um Mitternacht draußen zu sein, nicht in dem Gebäude, weil dann spawnen es auf jeden Fall nicht dort. Fahrt mal zu den Satellitenschüsseln am besten hoch. Es gab ja auch die letzten Wochen schon so ein Leak-Bild. Und warte, ich lege mal kurz auf, ich rufe dich dann nochmal an, ja? 10 Minuten. Ja, okay. Kuss ich auch rein. Genau, es gab ja auch so ein Leak-Dings, da war das ja ein Play Dubai oben, aber ich denke, ich brauche das jetzt eigentlich auch lernen. Vielleicht geht er auch dort mal hin, vielleicht spawnen sie auch dort. Ich weiß es nicht, ob es irgendwo einen Ort gibt, der eine erhöhte Wahrscheinlichkeit dazu hat. Wenn ihr, wie gesagt, was wisst, gerne auch mitteilen. Gut, jetzt ist Feierabend, ich will es nicht in die Länge strecken, das Video. Dankeschön ganz herzlich und man hört sich das nächste Mal wieder. Liebe Grüße, euer Florian FVM. Haut rein, sagt auch der Meini. Und ja, wie gesagt, danke für alles. Und jetzt, wenn ich das Video ausmache, kommen die Kocher bestimmt gefahren. Wie dem auch sei, selbst wenn sie kommt, ihr habt ja das Bild gesehen. Ha? Alles klar, Leute. Tschüssi. Und wir werden heute vielleicht auch nochmal live gehen mit GTA zum Halloween-Event, weil der leider das Spiel abgestürzt ist jetzt. Es tut mir leid. Ja, das Leben ist hart. So ist es. In diesem Sinne, macht's gut, ihr haut rein. Und ciao.